Wenn es nicht 99 verschiedene Meinungen gibt, dann wäre das Ganze ja diktatorisch und das kann ja wohl nicht sein. Also muss man den Menschen auch die Zeit geben, das zu entwickeln, was entwickelt werden soll oder was dabei rauskommt. Sagen wir einfach mal so, was dabei rauskommt. Gucken wir mal, der Weg ist das Ziel. Wir haben erst mal damit angefangen und wir werden sehen, was damit rauskommt. Erst einmal ist es hier alles ganz friedlich. Das heißt nicht, dass das Love, Peace and Happiness ist. Es gibt auch Sachen, die nicht so toll sind, aber weil man halt hier mitten in Frankfurt ist, an einem ganz speziellen Punkt, gibt es halt auch ganz Sachen, die mit Occupy eigentlich nichts zu tun haben. Aber ist halt so und das muss man halt auch sehen, dass man das irgendwie integriert. Weil müssen tut man gar nichts. Einfach Bank sitzen, okkupieren und gut sein lassen. Occupy.